Hallo und herzlich willkommen zu Spyro 2 Gateway to Glimmer. Oder auch Cryptos Revenge. Als zwei Titel, wusste ich nicht, wahr? Wir haben vor kurzem Spyro 1 Spyro the Dragon gespielt. Und da ich so gewandt, bin ich jetzt Teil, das vorher noch nie gespielt habe. Nämlich Spyro 2 Gateway to Glimmer. In der Welt der Drachen. Let's go. In der Welt der Avala. Funktioniert es, Professor? Beinahe. Noch einige kleine Änderungen an diesen Kugeln und... Vielleicht ist es doch keine gute Idee. Ein Drachen hierher zu bringen, könnte Ripto nur noch wütender machen. Beruhige dich, Jäger, und hör auf zu zappeln. Aber du hast das Buch des Professors gesehen. Sie haben solche Klauen, solche Zähne. Und sie spucken Feuer. Puh, puh. Die klingen viel gefährlicher als Ripto. Das ist der springende Punkt. Ein Drache ist unsere einzige Chance, Ripto zu stoppen. Und das weißt du auch. Es geht! Es geht! Ja! Ich habe einen Drachen! Puh, harte Landung. Hi, wo geht's zum Strand? Hey, hört auf, mich anzustarren. Habt ihr noch nie einen Drachen gesehen? Du bist ein Drache? Ist das ein Problem, Mieze? So, so, da hat wohl jemand vergessen, mich einzuladen. Wolltet ihr etwas vor mir verbergen? Ein Drache? Ihr habt einen Drachen nach Avala gebracht? Ich hasse Drachen! Was hast du? Au! Kratz! Töte sie! Töte sie! Schluck, du Idiot! Du hast mein Zepter gefressen! Kümmere ich mich später. Wer war der Spinner? Das war Ripto und wir müssen ihn loswerden. Er macht jede Menge Ärger hier. Aber ich habe jetzt keine Zeit, das zu erklären. Nimm dieses magische Avala-Handbuch. Es wird dir helfen, unsere Welten zu verstehen. Ich muss jetzt Ripto folgen und schauen, was er vorhat. Wir treffen uns im Sommerwald, okay? Hey, warte mal. Oh. Wie sind wir nur in diesen Schlamassel geraten? Wir waren davon in ein Kinderspiel töten sahen. Seit wann? Und die Idiot hat ja auch gesagt. Darf man normalerweise auch gar nicht. So, und da sind wir jetzt. Der dumme Kackdrache. Spiro. Dann wir können die Kamera umschauen. Wir können auch die Kamera umschauen. Wir können uns bewegen. Im Kreislauf. Cool. Wir haben nichts drauf. Ja, ich hab mich schon wieder weg. Dann haben wir wieder die Eco-Perspektive. Wir können springen, wir können Feuer speien, wir können rammen. Und ja. Mal gucken, was gibt's so in. Ah, es sieht eigentlich ziemlich gut aus. Wir haben eine Karte. Warum ist die nicht standardmäßig an? Hat sie gut. Oh, eine Karte! Geil! Und wieso gab's die nicht in 2.3? Das ist geil, nice. Karte. Legit Karte. Oh. Heiß. Was macht eigentlich für einen Unterschied, wenn man es aktiv hat? Guck mal. Was
den 40 Kammer ein bisschen besser an. Gut. Hi Spyro! Willkommen in Glimmer! Zu unserem Unglück ist eine Horde Echsen aufgetaucht, die alle unsere Edelsteine stehlen. Kannst du sie aufhalten? Ich glaube nicht. Ich habe gerade erst angefangen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich kann. Ach, jetzt getötet, geil. Oh. Okay. Da kein Edelstein getroppt. Das ist merkwürdig. Normalerweise droppen alle gehen auch immer Edelsteine. Außer diese kleinen Viecher. Okay, was ist das? Burn. Okay, anscheinend etwas, was wir noch ausfinden müssen. Ja, das am Anfang ist noch nicht erklärt wurde. Können wir die eigentlich verändern? Ja. Gut. Und der Gegenraum? Nichts. Okay. Ich dachte, vielleicht fällt uns die Spitzhacke auf den Kopf und dann sterben wir. Das wäre schön. Ein Tod ist lustig. Tod ist gut. Die Kamera fühlt sich aber auch trotzdem mal schneller an als sonst immer. Also im vorigen Teil. Geil. Nice. Es fühlt sich gut an, wie das bei uns zu spielen. To be honest. Bei einem Teil, den man vorher noch nicht einmal angefasst hat. Der aber von den Fans als den besten Teil bezeichnet wird. Ja, das werden wir mal sehen, ob der auch wirklich der beste ist. So? So? Ich glaube, der hätten wir damit durchgehen können. Naja, aber dumm. Hi Spyro, ich bin Eloras Freundin und sie hat mich gebeten, dir zu helfen. Wenn du zu mir kommst, zeige ich deinen Fortschritt an. So etwa. Sap bedeutet, dass ich dich hierher zurückbringe, wenn du in Schwierigkeiten bist. Bis später. Du meinst wohl in Schwierigkeiten, wenn man tot ist, ja. Obvious Sachen sind obvious, ne? Burn, burn. Gut. Wir Steinschneider sind etwas zu klein, um auf diese Leitern zu steigen. Du bist wohl auch zu klein. Wenn du gelernt hast zu klettern, geh nach Glimmer zurück und komm zu mir. Also. Okay. Na. Also nennen wir noch zu klettern. Oh nee, Hunter war schon nervig, aber jetzt auch du? Meine Hunter wird auch nie mehr hervorbringen. Ja. Aber ich glaube, das passiert nur im dritten Teil. Wo er so wunderschön Glöten sagt. Ich weiß nicht, ob der hier auch schon Glöten sagt, aber naja, können wir nur hoffen. Ich hoffe das wirklich, dass er hier auch Glöten sagt. Weil Gleiten ist ein wunderschönes Wort. Scheiße, jetzt hab's verkackt. Fuck, wische dein Dumm. Na, was bieten? Der Drache sein, von dem alle sprechen. Drache hin oder her, ich fürchte, du musst eine kleine Gebühr zahlen, um die Brücke zu öffnen. Es kostet 100 Edelsteine, sie zu überqueren. Ach, hab ich ja. Oh, jetzt hab ich geskippt. Egal. Um dich umzusehen? Halt die Dreieck-Taste gedrückt. Probier das in dieser Höhle aus. Ja, aber schon. Hier, guck. Ich kann Zoom gucken. Jetzt seine Pisser verschwunden. Oh. Danke, Fünkchen. Das ist irgendwie scheiße, der Name. Die Bitch! Komm her. Jawohl.
So, mit Ü. So. Ich werde dann später ausfinden, wann man erkennt, wenn man alle Edelsteine hat. Beziehungsweise, wo man nachgucken kann. Kann man hier irgendwo nachgucken? Handbuch. Bin ich eigentlich behindert? Zurück. Da sieht man es doch. Okay. Wir haben schon fast alle Edelsteine. Nicht diese Wichser. Der ist schon mein Ekeler. Gefressen. Ich habe versucht, sie mit Steinen zu treffen, aber sie sind zu schnell für mich. Du kannst es mit meinen Steinen versuchen. Wenn du Fragen hast, frag mich. Steine auf kleine Äxte werfen. Bonzo gibt die Tipps. Guck. Ey, bin sehr bekannt dafür zu snipen. Dammit. Okay, nächster Versuch. Ich bin der beste Sniper der Welt. Verdammt. Ich werde den irgendwann kriegen. Weil ich bin der Beste. Der Beste der Besten. Boom, gotcha. Guter Schuss. Komm danke. Mit zur nächsten Echse. Ich wusste doch, dass es geht. Yes. Okay, wo ist die nächste Hexe? Ich hätte ihm vielleicht früh folgen sollen. Ach, da ist er. Ich darf schon die Stände übersehen. Aber ich schätze, hat sich zu schnell fliegen. Kamera. Ich schätze, hat sich zu schnell fliegen. Nice. Nee, kann schon am Rand stehen. Na, wie es geht, das kann auch ein bisschen. Ja, gut. In eine perfekte Position. Und los geht's. Warm, Junge! Ich bin der Beste. Beste der Besten. Ey, nobody is flawless as me. Um die Echse dort oben zu treffen, musst du zielen. Drück die Dreieck-Taste und halt sie gedrückt, um zu zielen. Drück dann die Kreistaste, um zu spucken. Hast du mir gerade erst jetzt erklärt, wie man spuckt? Wie man zielt? Idiot. Oh, man kann gar nicht. Oh mein Gott, wollte ich nicht. Halt die Fresse. Wie ist das okay, nächstes Mal? Boom! Schade. Was zu klatschen. Das war nichts Besonderes. Boom! Boom! Ab! Ab! Nimm! Wie hoch darf ich? Okay. So. Zu weit! Nein! Oh. Ich dachte, ich wäre gut. No. Ja, diesmal war. Diesmal war. Ach, schon wieder zu hoch. Oh. Au. Okay, this time. Boy, this time. Boom. Ich nehme mich mal mit.
Bzzz. Au. Okay. Muss Fuchs da hoch? Oh, der ist noch ein Dach. Okay. Muss ich ihn treffen? Wie soll ich ihn da oben treffen? Okay. Warte noch einmal. Ich hätte darauf warten sollen. Okay, ich hätte mich drehen sollen. Komm schon, beweg dich. Beweg dich. Beweg dich. Falsche Richtung, mein Junge. Oh, es geht. Juhu! Du hast meine Edelsteine vor den Echsen gerettet. Nimm diese Kugel. Ein Mädchen mit Flügeln hat sie gestern hier verloren. Ein Mädchen mit Flügel. Dankeschön. Eins Kugel. Auch keine Geschosse mehr. Glaube ich. So, ich denke, damit habe ich alles. Ich denke mal, den Rest kann ich nur mit Fliegen bekommen. Also mit dem, was da oben ist. Und hier ist noch ein paar so. Ah, kann ich übersehen. Danke für deine Hilfe bei der Abwehr der Echsen. Nimm bitte diesen Glimmer-Talisman als Zeichen unserer Dankbarkeit. Link, Bro, mach's gerne. Eine Spitzhacke. Wie zu erwarten. Ey, ich nehm schon 7 Minuten noch. Dieses magische Tor neben mir bringt dich in den Sommerwald, eine der Heimatwelten Avalars. Halt's mal, Bitch. Im Sommerwald. Oh nein! Oh, hallo! Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns vorzustellen. Ich heiße Elora. Oh, hi! Ich bin Spyro. Was bist du, eine Art Ziege? Ich bin ein Faun, du Trottel. Oh, Entschuldigung. Kennst du die Steinschneider aus Glimmer? Ja, die haben mir sogar ein Andenken gegeben. Sie nannten es einen Talisman. Sie gaben dir einen Talisman? Was? Ist das was Besonderes? Ich hab's einfach ins Handbuch von dir gesteckt. Es gibt 14 Talismane in Avalar und sie haben alle magische Kräfte. Wenn du genug sammelst, kannst du mit ihnen Repto schlagen. Jäger, wo warst du? Ich... habe mich etwas verlaufen. Spyro wird uns helfen, die Talismane zu sammeln. Werde ich? Wird er? Spyro, schau. Du kannst jetzt unmöglich zum Drachenufer. Ripto und seine Monster haben die Burg hier im Sommerwald eingenommen. Du musst in die Welten Avalars gehen und die Bewohner überzeugen, dir ihre Talismane zu geben. Du kannst sie in deinem Handbuch aufbewahren. Hey, das könnte ich doch machen. Warum fackelt denn der Drache nicht einfach Ripto ab? Jäger, du kannst nicht mal auf deine Turnschuhe aufpassen. Wie sollen wir dir da 14 Talismane anvertrauen? Ich hab doch keine Turnschuhe. Die sind auch wichtig, aber davon erzähle ich dir später. Okay, kein Problem. Ich sammle ein paar Talismane, mache Ripto Feuer unterm Hintern und bin zum Mittagessen beim Drachenufer. Easy. Locker flock ich einfach aus dem Handgelenk, ne? Übrigens, habt ihr gemerkt, die ist ganz schön sexy, ne? Ah, nicht so sexy können wir. Gib mir das Wort Shimi! Oh, one up! Das ist Shimi! Wait. Wir können hier schwimmen? Ah! Endlich! Geil! Okay, können wir auch ein 2-3 machen, aber. Theoretisch habe ich das Feuer drin noch nicht gespielt, ne?
Aber praktisch habe ich das schon gespielt. Zweimal. Eigentlich mehrmals. Aber zweimal zu 100%. Beziehungsweise mehr als 100%. Also, ich meine mit 100% alles, was man holen kann. Komm schon, tauch. Wieso kann ich nicht tauchen? Oh. Wieso kann ich nicht tauchen? Noch Hunger, dass du das übersehen hast? Nee, gut. Out. Spyro, dies ist die Heimatwelt, der Sommerwald. Hier gibt es Tore, die zu vielen Welten von Avala führen. Unglücklicherweise hat Ripto die Burg eingenommen und wir brauchen deine Hilfe. Bring als erstes alle Talismane aus den anderen Welten zurück. Und wie machst du das? Burn! Burn, Twitch, burn! Und noch etwas? Hui! Frosch! Tot! Frosch, tot! Gems. Look at my precious gems. Was ist das denn, mein Nest? Und Frosch! Brücke die Knallkaste, um zu glätten! Ach nee, es war ein anderes. Hi Spyro, Ripto hat diese Brücke zerstört. Du musst also hinübergleiten. Drück die X-Taste zum Springen. Drück dann nochmal X, während du in der Luft bist, um zu gleiten. Gleiten! Yay! Er hat's gesagt! Hat es gehört, er hat gesagt, um zu gleiten! Und das ist versteckt. Verschwunden. Drücke die 3-Taste. Drücke die X-Taste. Und dann nochmal die X-Taste, um zu gleiten! Bam, Junge. Ach, Hunter. Du weißt, wie man Gleiten ausspricht. Nur du. Nur du. Sparks, die Libelle, die dir folgt, ist deine Gesundheitsanzeige, Spyro. Je heller sie ist, desto mehr Treffer kannst du abwehren. Müssen Sie mir alles erklären? Das, was Spyro 1 so gut machte, ist, dass man ein Nichts erklärt bekommt. Also doch schon einiges, aber theoretisch gar nichts. Na, wie viel kostet etwas? Egal was. Tut mir leid, Spyro. Ich würde dir gern beibringen, unter Wasser zu schwimmen. Aber noch lieber möchte ich deinen Schatz haben. 500 Edelsteine. Was? Okay, wenn ich hier alle habe, dann kann ich bezahlen. Also noch 200. Okay, ich muss noch 200 Edelsteine sammeln und dann habe ich geschafft. Und dann bin ich das Auto. Warte mal, nee. Ich bin ein Auto, habt ihr gehört, Leute? Gleiten? Hi Spyro, du siehst ziemlich fit aus. Stellen wir dich mal auf die Probe. Versuch die erste Stufe zu erreichen. Halt die X-Taste gedrückt, um länger in der Luft zu bleiben. Einer. Okay, nicht schlecht. Für den nächsten Sprung musst du gleiten. Gleiten! Drück X zum Springen und drück nochmal X, wenn du am höchsten bist, um so weit wie möglich zu gleiten. Gleiten! Gut gemacht. Versuch jetzt zu schweben. Drück X zum Springen, dann nochmal X zum Gleiten. Gleiten! Und am Ende des Gleitens die Dreiecktaste zum Schweben. Durch Schweben gewinnst du mehr Höhe und kommst weiter. Ach, Hunter, warum sagst du so Kleid so wunderschön? Nein, ich hab's verkackt. Spyro, du bist echt scheiße, Alter. Kannst gar nichts, ey, Bastard. Jetzt gleiten sollen. Ach, scheiße. Nein, bitte nicht reden. Nein! Um zu schweben, halt den Maul.
dass ich... Er ist auch runtergelaufen. Gib mir das One-Up. Ich hab's verdient. Um zu bla 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 bla. Bin gerade runtergelaufen, aus Versehen. Hopp. Fuck easy. Sehr gut. Jetzt zum schwersten aller Sprünge. Hierbei musst du alles geben, was du hast. Geh los, spring, gleite und schwebe, kurz bevor du den Rand der Plattform erreichst. Vergiss nicht, mit den Richtungstasten oder dem Analog-Joystick vorwärts zu drücken, während du schwebst. Achso, da lang. Okay. Okay. Könnte ich es schaffen? Weiß nicht. Analog! Wow, du bist ein ziemlich guter Sportler. Hätte ich meine Turnschuhe bloß nicht verloren. Ich würde dich richtig herausfordern. Richtig. Ich erstmal eine Kugel für deine Sammlung. Richtig herausfordern. Also richtig. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig. Komm schon, komm schon. Ja, komm schon nicht hoch. Ah! No. Noch ein Level uncompleted, ne? Das heißt, es ist die Hubworld. Natürlich kann ich es nicht completen. Götzenbach. Let's go. 3 Minuten schaffen wir noch. Easy.